Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really worry like Zuversicht gingen die Mostviertel Bastards in ihre vierte Ligapartie, wurden doch die beiden Matches davor gewonnen. Beim zweiten Heimmatch lief es anfangs aber nicht nach Wunsch und das zweite Team der Steel Sharks aus Traun machten den Mostvierteln das Leben schwer und gingen auch prompt in Führung. Wir fragten bei den über 500 Zuschauern nach, warum sie gekommen sind. 13-6. Kann man lassen. Bei ein paar Bekannten, die mitspielen. Ein Cousin spielt mit und so auch. Ja, meine Freundin wollte sich unbedingt anschauen und ihre Schwester natürlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, die fahre auch mit. Ein guter Freund von mir spielt drum. Naja, dadurch, dass wir Sponsoren sind und selber halt auch gern zuschauen, sind wir halt auch hergekommen, ja. Weil ein Freund von mir mitspielt. Weil mein Bruder mitspielt. Wenn der eigene Sohn mitspielt, noch dazu. Wenn er schnell ist und gut ist, was wollen wir mehr? In der Pause dürfte wohl der Head Coach die richtigen Worte gefunden haben. Die Bastards scorten permanent und fanden somit noch den Weg zum Heimsieg, der letztendlich klar mit 41-12 ausging. Was fasziniert dich am Football gegenüber irgendeinem anderen Sport? Ja, das, dass die nicht so wehleidig sind, weil wenn man sich heutzutage im Fußball ein Match im Fernsehen anschaut, dann blähen die gleich alle umeinander und die Games ist so wichtig. Das stimmt auch, ja. Das haben wir gesagt, ja. Das ist wahr, ja. Also, wir haben schon ein paar Mal geschluckt, wenn es die Luft hält und dann puh. Die Bastards gingen vorsichtig in die Partie, fehlte doch abermals wieder ein wichtiger Keyplayer in der Defense. Aber auch dies warf die Wildschweine nicht aus der Bahn, wie auch der Headcoach ausführte. Am Anfang hat es ein bisschen gehackt. Wir haben wieder einen Ausfall gehabt in der Defense. Da hat uns ein Keyplayer gefällt. Hat ein bisschen länger gedauert, bis dass wir sich da angepasst haben. Aber wir haben es dann am Schluss in der zweiten Halbzeit haben wir's geschafft. Es wird noch lange nicht so gespielt, wie wir es gerne haben. Also das Textbook-Style, wie es sein sollte, da sind noch viele Fehler drin. Die Jungs sind teilweise nervös. Das ist ganz klar. Also die erste Saison haben wir jetzt viel erwartet. Wir sind aber ganz gut unterwegs. Wir sind in der Böden, glaube ich, 5. von 12. Jetzt müssen wir 4. sein. Das passt ganz gut. Ja, grundsätzlich kann man wirklich zufrieden sein. Also am Anfang natürlich braucht man ein bisschen, bis man ins Spiel reinkommt, dass dann auch die Tackles dementsprechend passen. Und ich muss trotzdem sagen, also wir haben sie eigentlich reingekämpft. In der Halbzeit haben wir dementsprechend ein bisschen Ansage vom Coach gekriegt. Und ich bin der Meinung, dass wir es dann relativ gut umgesetzt haben und ich kann nur der Mannschaft gratulieren. Offense-technisch haben wir eigentlich relativ gute Drives hingebracht, aber leider nicht abgeschlossen. In der zweiten Hälfte war es am Anfang auch noch akzeptabel, aber dann ist ein wenig die Luft rausgegangen. Hat nicht mehr so hingehört, die Physik, also die Chemie zwischen den Spielern hat nicht so gut funktioniert. Das war's dann. Momentum-Change. So verliert man das Spiel, leider. Auch wenn man noch tief stapelt, schielen die Wildschweine schon ein wenig Richtung Playoff. Die besten 4 aller 12 Division 4 Teams österreichweit kämpfen dort um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Derzeit liegen die Bastards auf dem 4. Rang und im Hinblick auf das nächste Heimmatch am 30. Mai gegen die Air Force Hawks hofft man, dass dies so bleibt. Was ist für dich persönlich das Geilste am Football? Ja, Rapper! Football ist einfach, man sieht es laut und warm, nein, in Wahrheit, aber was soll ich sagen, ganz Ostrein kann man nicht sehen, aber man sieht, es ist wirklich geil. Der nächste Gegner sind die Air Force Hawks aus Tulln, welche erst am Sonntag eine ansprechende Leistung gegen die Tabellenführer zeigten. Im Lager der Mostviertler ist man somit gewarnt. Man hofft wieder auf das Kommen so vieler Zuschauer wie zuletzt und wird ein entsprechendes Rahmenprogramm aufbieten. One, two, three! Bye.